Was geht ab, Sneaker-Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Kanal C2B. Ja, vom Kanal C2B stelle ich in der Regel immer neue Sneaker vor, dazu passende Fashion und auch im generell so ein paar Sneaker-Themen. Also wenn ihr neu seid, lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne ein Abo da. Heute wieder ein Sneaker-Review, und zwar möchte ich heute eben keinen ganz normalen Sneaker vorstellen. Ich habe mir auf jeden Fall ganz, ganz dickes Grey gegönnt, habe lange drauf gespart. Und zwar möchte ich heute den Nike Air Jordan 1 High mit Travis Scott zusammen vorstellen. Viel Spaß damit! Shit the fuck. Also wie ich gerade schon meinte, Nike Air Jordan 1 Retro High OG natürlich in Collab mit Travis Scott. Ich denke, die meisten von euch werden den Schuh auf jeden Fall kennen. Ich wollte euch aber einfach vorgestellt haben, weil er jetzt in meiner Rotation endlich ist. Ich habe eine Menge Scheiß verkauft, um mir den leisten zu können auf jeden Fall. Unter anderem mein Obsidian hat mir auf jeden Fall sehr, sehr leid getan. Aber ich bin sehr, sehr froh, den zu haben. Habe ein Meetup gemacht in Krefeld vor einer Woche oder zwei, habe mir den da geholt. Bin sehr, sehr froh, den zu haben. Aber würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall ein Sneaker-Review draus und tun kurz die Schuhe beiseite und ziehen es erstmal auf jeden Fall die Box rein, weil die ist auf jeden Fall auch ganz, ganz krank. Für die meisten von euch sicherlich auf jeden Fall schon nichts Neues mehr, für mich mit Sicherheit auch nicht, aber ich habe ihn endlich auf jeden Fall. Und zwar haben wir eine richtig schöne Box am Start, die erstmal grundsätzlich aussieht wie eine ganz normale 1er Jordan Box. Also auf jeden Fall diesen Understatement-Vibe auf jeden Fall am Start, aber eben dann statt diesem Schwarz eben in Braun. Ich denke, ihr wisst alle auf jeden Fall rundherum dann die Nike-Logos, hier eben auch, hier vorne dann eben auch. Hier das Size Tag auf jeden Fall am Start. Ich habe bei dem jetzt eine US 9 geholt. Ihr wisst ja, ich habe bei einer Jordan eher so eine 8,5 auf jeden Fall, aber eine US 9 geht auf jeden Fall auch übel klar. War halt nicht ganz so einfach, ein US Pair zu finden, was in einer guten Condition ist und eben auch preislich in Frage kommt, weil ihr wisst, der Travis 1er geht momentan auf jeden Fall, denke ich, Deadstock für 1,5 oder so auf jeden Fall, 1,3, keine Ahnung. Je nach Size natürlich. Deswegen muss ich auf jeden Fall auch versuchen, halt ein US Pair zu kriegen, was in einer guten Condition ist. Hab's auch geschafft, einen zu finden, hat ein bisschen gedauert, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich ihn habe. Vergessen wir die Box auf jeden Fall nicht. Haben innen drin dieses wunderschöne Papier, ich denke, die meisten von euch kennen es, das rote Papier mit den Cactus Jack Logos, mit den umgekehrten Nike Air Logos und natürlich auch dem ganzen Wings Logos drauf. Sehr, sehr wild. Ihr wisst, denke ich, ist ein ganz, ganz kranker Karton. Wirklich absolut nice Details. Klar, innen drin noch ein bisschen weißes Papier zum Schutz des Schuhs. Aber ich denke, das Papier hier, das Rosen, auf jeden Fall auch ein sehr, sehr nices Detail. Auch bei dem Schuh noch in einer super Condition eigentlich. Deswegen auf jeden Fall auch ein top in Ordnung der Schuh. Klar, die Box ein bisschen angedrückt hier, aber ich denke auf jeden Fall absolut in Ordnung. Und dann würde ich sagen, schmeißen wir die Box beiseite und ziehen uns die Schuhe rein. Jo, da haben wir sie auch schon. Ja, endlich habe ich ihn, den Travis 1er, also den OG quasi. Ich sag mal den Travis High OG im Prinzip. Gibt ja Gerüchte, dass eventuell nochmal ein neuer rauskommen soll mit anderem Color Blocking, aber auf jeden Fall, das ist der OG, sag ich mal. Ich denke, Details sind bekannt auf jeden Fall. Ich will euch trotzdem nochmal einen Schnelldurchlauf auf jeden Fall geben, weil es auf jeden Fall auf jeden Fall mega sehenswert ist. Ich denke, auf den ersten Blick, ihr werdet es auf jeden Fall schon gesehen haben. Der umgekehrte Swoosh, ganz, ganz krankes Detail. Gibt es sonst bei eigentlich keinem Jordan. Nur beim Travis 1er und eben beim Travis 1er High und eben beim Travis 1er Low eben auch. Der umgekehrte schwarze Swoosh am Start. Ansonsten quasi ganz, ganz krankes Wildleder um den Schuh herum. Haben hier hinten das schöne Cactus Jack Branding auf der Heel. Auch sehr, sehr nices Detail, finde ich. Dann quasi, ihr wisst wahrscheinlich auch schon, aber auf jeden Fall die nice Tasche, die es hier eben oben gibt, um legale Dinge zu verstauen in seinem Schuh. Also quasi, ich mach mal eben auf, kann man hier quasi an der Heel quasi, ne, ist eine Bag eingenäht mit Klettverschluss, dass man quasi seine Sachen verstecken kann. Auf jeden Fall auch ganz, ganz krankes Detail. Und ich finde, by the way, ich habe den Schuh ja jetzt auch schon direkt getragen, als ich ihn bekommen habe. Auch sehr, sehr stabil, der Schuh, finde ich dadurch. Also irgendwie ein bisschen stabiler und ein bisschen wertiger irgendwie durch diese Tasche, finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr krank. Dann eben auf jeden Fall an der Seite hier schön creamfarbenes Leder, ganz, ganz krank, ganz butterweiches Leder, wirklich ganz, ganz kranke Quali. Auch die Toebox genau dasselbe, also wirklich echt traumhaft auf jeden Fall von der Toebox, vom Leder generell, von der Quali auf jeden Fall auch wirklich ein heftiger Schuh, muss ich sagen. Ich habe mir wirklich, ich habe zwar schon mal in-hand ein paar Paare gesehen, aber ich habe mir jetzt in-hand als Personal wirklich nicht so krass vorgestellt, wie er wirklich in-hand ist. Damals irgendwie keinen bekommen, den Release irgendwie verschlafen und auf jeden Fall auch keinen mehr geholt, deswegen irgendwie ein bisschen in Vergessenheit geraten. War aber jetzt seit Monaten in Grail und habe es mir jetzt auch endlich erfüllt. Dann natürlich auch nicht zu vergessen das schöne schwarze Jordan-Logo an der Seite, also die Wings. Auch in der guten Quali auf jeden Fall hier zu sehen. Und natürlich in der Innenseite das Cactus Jack Branding, was hier quasi am Swoosh ist. Mal gucken, ob es die Kamera auf die Reihe kriegt.
Also quasi, ihr wisst ja hier am Swoosh, das silberne Cactus Jack Branding. Wenn man es nicht sieht, werde ich auf jeden Fall in die Detailshots reinpacken, weil das muss auf jeden Fall gesehen werden, das ist auch sehr, sehr nice. Von den Laces her haben wir auf jeden Fall jetzt hier Cream Laces drin. Also es sind ja auf jeden Fall vier Farben dabei. Wir haben quasi rosa dabei, wir haben braun dabei und wir haben rot dabei. Der Vorbesitzer hat die Schuhe wirklich nur einmal getragen, hat er gesagt, das glaube ich ihm auch. Er hatte die rosa Laces quasi auch deswegen auch schon draußen, ausgepackt, sag ich mal. Aber ich werde erstmal die Creamfarbenen drin lassen, die finde ich ehrlich gesagt am nicesten. Passen super zum Schuh und sind übel clean. Ich werde auch ein bisschen rumprobieren, denke ich. Wir haben dann eben an der Zunge noch ein schönes Nike-Logo, das rote eben hier oben. Auch ein schönes Detail finde ich so generell vom Schuh, wenn der eben super clean ist oder eben generell ziemlich farblich einheitlich ist. Dann eben ein rotes Nike Air Logo finde ich auch ziemlich wild oben dran. Und dann eben auf jeden Fall last but not least noch eine schöne sailfarbene Midsole und dann eben die passende dunkelbraune Outsole dazu. Wie gesagt, wenig getragen der Schuh. Ich habe ihn, glaube ich, jetzt mehr getragen als der Vorbesitzer. Habe ihn auf jeden Fall auch die letzten Tage immer wieder mal angezogen, wenn es Gelegenheiten dafür gab. Deswegen auf jeden Fall auch, ja, bin ich sehr stolz, ihn zu haben. Habe jetzt, glaube ich, schon fünfmal gesagt oder so. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr nice, dass ich ihn habe. Dann noch ein paar Worte auf jeden Fall zur Qualität des Schuhs. Also wie immer in meinen Reviews, ich muss bei dem sagen, Qualität wirklich absolut geisteskrank. Ich habe lange nicht mehr so einen gut verarbeiteten Einsatz Jordan gesehen wie den hier. Ich kann auch irgendwie im Nachhinein nicht verstehen, warum ich mir den damals nach Release nicht geholt habe. Wirklich ganz krank, also wirklich das braune Leder hier wirklich, also super wavy, also wirklich, wenn ihr mal einen Legit Check machen wollt, auf jeden Fall darauf achten, dass das Leder hier auf jeden Fall schön wavy ist. Also was heißt wavy, also wirklich schön weich im Prinzip und nicht so billow, sondern wirklich sehr, sehr gut verarbeitet, sehr, sehr hochwertig. Auch Torbox Material, wie ich gerade schon meinte, wirklich ganz, ganz krankes Niveau. Wirklich ein super, super nice Quali. Ich bin wirklich mega beeindruckt vom Schuh und von der Qualität. Deswegen bekommt der Schuh auf jeden Fall auch eine 10 von 10 von mir. Wie gesagt, ich kann mir irgendwie nicht erklären, warum ich mir damals nicht geholt habe nach Release. Bin aber trotzdem umso stolzer, ihn jetzt zu haben auf jeden Fall. Hat ein bisschen gedauert. Ihr wisst ja, wie schwer es ist mittlerweile, ja, ich sag mal, Used Sneaker zu kriegen in einer guten Condition. Deswegen bin ich mega froh, dass ich ihn habe und kann mich wirklich gar nicht beschweren. 10 von 10 hat er einfach absolut verdient. Ich bin ein großer Travis Scott Fan, schon seit Jahren eigentlich im Prinzip. Verstehe ehrlich gesagt nicht, warum ich mir den Travis 1 nicht geholt habe. Habe ja auch den Cactus Jack Air Force und eben auch den Travis Scott Dunk. Beide wirklich auch ganz, ganz krankes Level. Und da muss ich sagen, gehört der 1er Jordan auf jeden Fall in meine Collection dazu. Muss ich mir auf jeden Fall jetzt zulegen und werden auf jeden Fall auch nice On-Feeds bzw. auch nice Outfits auf meinem Insta folgen auf jeden Fall, falls ihr bei Insta noch nicht folgt. Mein Insta ist eben einfach ChrisBRX. Und ja, dann würde ich sagen, war das mit mir auch schon wieder zum Travis Scott 1er. 1er High natürlich. Wenn das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne ein Like da. Schreibt mir auch mal gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr den Schuh so findet. Gibt ja immer noch ein paar, die ihn auf jeden Fall gar nicht feiern. Aber ich denke, die meisten von euch werden ihn genauso feiern wie ich oder genauso fühlen auf jeden Fall. Aber schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr interessieren. Wenn das Video gefallen hat, auf jeden Fall gerne ein Like da lassen. Ein Abo würde ich mich immer freuen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.